Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich gerade hier angefangen fertig zu machen und dachte, ich nehme euch einfach mal mit und wir quatschen so ein bisschen. Ich habe nämlich gerade mit einer Bekannten gesprochen und da sind mir einige Sachen wieder durch den Kopf geschossen und ich dachte, ich wollte es gerne mit euch teilen. Und im gleichen Zug nehme ich euch einfach mit jetzt bei dem Make-up-Tutorial. Ich habe jetzt gerade die NARS Sheer Glow Foundation benutzt. Das ist die Farbe Light 6 Guadalupe. Und ich benutze super gerne diesen Schwamm von Kaya. Ich muss sagen, nicht alle dieser Schwämme sind gleich. Im Gegenteil. Und der hier wird richtig groß, wenn man ihn unter Wasser hält. Und vor allem richtig weich. Und man kann damit ganz toll das Produkt ausblenden. Foundation liebe ich übrigens auch. Und ja, ich habe nämlich mit einer Freundin gesprochen, die jetzt in den Wehen liegt. Und da ist mir wieder ein Gespräch eingefallen, was ich letzte Woche mit einigen Mamas geführt habe, als wir beim Lunch saßen. Ich benutze jetzt Tarte Shape Tape Ultra Creamy in der Farbe Light Medium. Und zwar ging es darum, dass einige in der Runde einen Notkaiserschnitt hatten und ich das total krass fand, weil, ja, bevor ich das hatte, ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass irgendjemand auch einen Notkaiserschnitt hatte. Und dann, als ich drüber gesprochen habe, ich aber bemerkt habe, wie viele eigentlich auch einen hatten. Und ich habe das Gefühl, dass das bei so vielen Themen der Fall ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich davon höre oder wenn ich das selber durchlebe, dass ich mich damit alleine fühle, aber das überhaupt nicht der Fall ist, im Gegenteil, aber man sehr wenig drüber spricht oder zumindest in der Vergangenheit drüber gesprochen hat. Also sei es jetzt zum Beispiel das Thema schwer schwanger werden zu können oder das Thema Fehlgeburten oder das Thema PCOS, das Thema Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt, PDA, der Körper, nachdem man das Kind geboren hat, Rektusdiastasen, so viele Themen, von denen ich irgendwie nie was gehört habe oder auch in Gesprächen mit Bekannten rauskommt, dass man sich damit einfach irgendwie alleine gefühlt hat und irgendwie auch ein schlechtes Gefühl hatte und deswegen sich nicht getraut hat, darüber zu reden, was ich so, so schlimm finde. Da es heute aber super warm ist, muss ich auf jeden Fall mein Gesicht abpudern. Da benutze ich super gerne dieses hier von Kaya. Das nennt sich Kaya Soft Focus Powder Translucent. Das ist so fein gemahlen und ich benutze auch von Kaya den F19 Pinsel, beide Seiten. Erstmal ganz wichtig, dass ich den Concealer fixiere. Da gehe ich nochmal mit dem Schwamm drüber, damit sich da nichts in die Fältchen absetzt. Und dann gehe ich in tupfenden Bewegungen über den Concealer unter den Augen und auch aufs bewegliche Lid, wie so eine Art Base. Und ich benutze den Pinsel auch gerne, um hier das Puder aufzutragen zwischen den Augenbrauen, weil da habe ich das besonders, oder eigentlich generell in der T-Zone, dass Foundation da sehr, sehr gerne verschwindet oder in die Fältchen kriecht. Und wenn ich das so in tupfenden Bewegungen reinpresse, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie länger hält. Und für den Rest benutze ich dann aber in kreisenden Bewegungen so einen größeren Pinsel und gehe da nur ganz leicht drüber. Das Puder ist aber trotzdem, wie ihr vielleicht sehen könnt, nicht komplett matt, sondern eher wie so ein satiniertes Finish. Dann benutze ich als Bronzer slash Contour ein neues Produkt und zwar von Giorgio Armani Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes, die Farbe 20. Habe ich eben gerade ausgepackt und probiere ich jetzt einfach, teste ich mit euch zusammen. Hier ist sogar noch das Stickerchen drin. Gucken wir einfach mal, wie die Farbe so ist. Ich glaube, das ist nämlich so eine Art Creme-Bronzer. Upsi, das war vielleicht zu viel. Ich glaube, ich nehme lieber den größeren Spiegel, um besser zu sehen. Oh, das ist aber eine schöne kühle Farbe, so zum Konturieren, könnte das echt gut sein. Jetzt habe ich ja schon einige Themen angesprochen, mit denen ich mit meinen Freundinnen spreche, teilweise aber auch mit euch spreche.
Und was aber eben auch in meinem Alltag ist, ist das Mama-Sein generell. Und das konstante Gefühl zu haben, also ich spreche jetzt natürlich nur für mich, aber das konstante Gefühl zu haben, nicht genug zu machen, sich zu informieren und vorzubereiten und dass ich da gerade im Moment ganz, ganz viel mit mir selber auch am Arbeiten bin, um sanft mit mir selbst zu sein, weil man halt so schnell sich mit anderen vergleicht und denkt, oh, die machen alles nur selber oder die benutzen nur die und die Zutaten und ich nicht oder die haben das und das Spielzeug schon dann und dann gehabt. Bin ich jetzt zu spät dran? Habe ich zu wenig gemacht? Ist mein Kind vielleicht musikalisch begabt und sie hätte irgendwie in die musikalische Früherziehung gemusst? Solche Geschichten irgendwie, wo ich merke, dass mir das überhaupt nicht gut tut und auch wenn ich mit anderen spreche, das einfach überhaupt nicht nötig ist, dass ich so denke und alle sagen, hey Jasmin, du machst das so super und stresst dich nicht so und du machst alles genauso richtig, wie du das eben machen kannst. Und das sich aber wie so ein Mantra immer wieder selber zu sagen, daran arbeite ich gerade, einfach für mich festzustellen, dass man genau die Mama ist, die man eben sein kann nur und jede Mama ist anders und jede Mama, jetzt habe ich vor lauter Quatschen vergessen, was ich hier benutzt habe. Das war das So Natural Rouge von MAC und guck mal, wie viel ich das schon benutzt habe. Das ist schon gut benutzt, das liebe ich total. Ich hatte nämlich überlegt, ich habe hier auch noch so einen Puder-Bronzer, ob ich den noch drüber gebe, aber ich finde es eigentlich so natürlich auch ganz schön. Deswegen gehe ich jetzt zu den Brauen über und benutze von Max Factor den Brow Shaper in der Farbe Brown. Und bin jetzt gerade schon mal so ein bisschen mit dem Pinselchen, mit dem Pinselchen durch die Augenbrauenhaare gegangen und zeichne das jetzt nach. Also was ich sagen wollte war, dass wenn man möchte, man sich den ganzen Tag darüber Gedanken machen kann, was man noch nicht genug macht oder was man hätte noch besser machen können und so weiter. Ich meine jetzt in Bezug auf das Mama-Sein, aber das bringt mich ja irgendwie auch nicht weiter. Und ich denke mir, okay, ich muss mich einfach ein bisschen entspannen und mir denken, in den Momenten, in denen ich Zeit habe, kann ich vielleicht den ein oder anderen Artikel lesen oder was ich halt auch super gerne gerade mache, ist zum Thema Erziehung mir Hörbücher anhören, während ich gerade die Wäsche aufhänge oder was auch immer. Und so quasi zu schauen, okay, was kann ich noch anders machen in dieser Phase der Entwicklung. Aber mich eben nicht wahnsinnig zu machen, wenn ich eben nicht schaffe, alles umzusetzen, was ich jemals gehört habe und was ich irgendwie ganz gut fand oder was ich gerne ausprobieren würde. Das ist einfach für mich nicht möglich zeitlich und auch irgendwie nicht wirklich realistisch. Und ich glaube, manchmal hat man so unrealistische Ansprüche an sich selbst als Mama. Also ich merke das auch bei meinen Freundinnen total, wenn die sich dann irgendwie fertig machen, weil das Kind das und das noch nicht kann oder sie das Gefühl haben, das und das verpasst zu haben, weil sie sich nicht genug gekümmert haben und so weiter und so fort. Oder was ich zum Beispiel auch merke, ist, sowohl bei mir als auch bei meinen Freundinnen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe jetzt das und das für sie gekocht, es hat voll lecker geschmeckt, dass dann die Antwort kommt, oh, das muss ich unbedingt auch machen und Mist, ich mache im Moment gar nicht so viel für ihn oder sie. Und dass ich sofort quasi bei meinem Gegenüber merke, dass da auch dieser Druck entsteht, mitzuhalten und das Beste fürs Kind immer zu leisten. Wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie voll schwer, das in Worte zu fassen. Ich fixiere auch deswegen erstmal schnell meine Augenbrauen. Und zwar mit dem besten Augenbrauengel seiner Art, Kaya Pusher Brow Gel Clear. Ich finde das so gut. Es gibt so viele, die quasi das Gleiche machen, aber in so einem Töpfchen kommen. Und ich komme damit nicht klar, weil die nicht wirklich transparent sind und man sieht die in meinen Augenbrauen oder die werden so flockig, bröselig und das hier eben gar nicht. Und man kann richtig so die Augenbrauen damit hochkämmen und es hält den ganzen Tag. Schaut mal. Ich habe mir überlegt, ich benutze jetzt den Bronzer
für die Augenbrauen einfach. Dann habe ich ihn trotzdem mal ausprobiert. Das ist auch von Armani Luminous Silk, das Glow Fusion Powder in der Farbe 11.5. Und zwar ist das so ein kühlerer Braunton und man sieht jetzt schon den Schimmer. Ich liebe ja diese Reihe. Auf jeden Fall bemerke ich das eben bei meinen Freundinnen und ich bemerke es aber auch bei mir selbst, ne? Also auf der anderen Seite, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass andere Kinder bestimmtes Spielzeug haben und sich damit total gut entwickelt haben, dass ich mir denke, Mist, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen, dieses Spielzeug auch zu besorgen? Habe ich da was verpasst? Kann ich das nachholen? War das jetzt blöd? Und man sich irgendwie die ganze Zeit solche Fragen stellt und so ein enormer Druck auf einem lastet. Ich glaube, sowohl von außen, aber vor allem eben auch von sich selbst. Und das einfach überhaupt nicht nötig ist, weil, wie man immer so schön sagt, die Kinder brauchen eigentlich nur die Liebe ihrer Eltern und die Aufmerksamkeit und alles andere kommt dann eben schon, was kommen soll. Zumal man in dem Alter ja auch noch nicht so viel benötigt, um sich jetzt zu entwickeln, sondern da auch beispielsweise jetzt Spielzeug oder alles, was irgendwie Sachen anregt, Motorik anregt oder das Sehverständnis und so weiter, man auch zu Hause findet. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es geht quasi nicht um diese speziellen Beispiele, sondern dass es sich eigentlich so ein bisschen durch den Alltag zieht. Ich benutze jetzt den Zoeva Limitless Joy Eyeliner Pencil in der Farbe Wisdom. Das ist so ein richtig schöner Braunton, ganz kühl und eher so dunkel, mittel- bis dunkelbraun mit einem ganz tollen Goldschimmer. Also ich mag den sehr gerne auch im Alltag. Der ist unglaublich cremig und hält auch richtig gut. Ich wollte euch einfach nur so einen Einblick geben, was in meinem Kopf so vor sich hinschwirrt und worüber ich auch mit Freundinnen spreche, was mir eben schwerfällt. Und übrigens ist das auch ein Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich das Thema Erziehung und Kind auf meinen Kanälen nicht wirklich zum Thema mache, zumindest nicht zu so einem Fokus, weil ich gemerkt habe, dass sobald man das macht, da einfach so viele ungewollte Ratschläge kommen, Bemerkungen kommen, Kritik und wie gerade schon beschrieben, kommt das ja von mir alleine schon total viel und den ganzen Tag gefühlt, dass ich mir denke, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Also das würde einfach wirklich eigentlich selbstzerstörerisch sein. Und das ist aber eigentlich voll schade, finde ich. Ich benutze jetzt von Cass die Day Mascara, weil ich selbst auch Social Media nutze, um mich zu inspirieren, was Baby-led Weaning angeht, also was man dem Kind an Nahrung geben kann, für welches Alter, was Spielzeug angeht oder auch Erziehung, was man machen kann, um ja vielleicht den Alltag so ein bisschen zu optimieren, auch in der Kommunikation, was Kindern mehr langfristig bringt und weniger bringt langfristig, wenn ihr wisst, was ich meine. Also zum Beispiel das Thema Loben ist bei mir ganz groß gerade im Moment, weil es mir total schwer fällt, nicht zu loben und andere, bessere Formulierungen zu finden, sodass das Kind von selbst merkt, dass es gerade was Tolles gemacht hat und dieses Lob von außen nicht benötigt. Wisst ihr, was ich meine? Und solche Dinge habe ich eben auch bei Social Media gelernt, auf verschiedenen Instagram-Seiten. TikTok ist da, glaube ich, auch ganz vorne mit dabei und YouTube und so weiter. Und deswegen denke ich, je mehr, desto besser. Aber ich will gar nicht wissen, was für Kommentare da unter diesen Reels und TikToks und YouTube-Videos zu finden sind. Und das muss man halt irgendwie abkönnen. Und ich kann das definitiv nicht, weil ich ja selber mit mir selbst in der Kritik stehe und immer anzweifle, ob das alles so richtig ist und ob ich das nicht noch besser machen könnte. Und wie gesagt, da selber gerade auf diesem langen Weg bin, mit mir selbst da ganz sanft zu sein und einfach ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen und zu denken, okay, alles ist gut, so wie du das gerade machst. Und natürlich ist es immer gut, sich weiterzuentwickeln, aber auf eine gesunde Art und Weise, ohne sich selbst fertig zu machen. Und da brauche ich das nicht noch
von außen. Mal sehen, wie es in der Zukunft aussieht. Ich benutze jetzt erstmal meinen Lip Liner, das ist der Iconic Nude. Ihr könnt sehen, wie gerne ich den mag, von Charlotte Tilbury. Ist für mich der perfekte Braunton. Super cremig, dann geht es total schnell, wenn ich nicht gerade rede. Und jetzt ist die Frage der Fragen, bleibe ich bei Peachy Nude oder was Knalliges oder sollen wir einfach beides mal probieren? Wir probieren einfach beides, oder? Das ist von Physicians Formula der Murumuru Butter Lippenstift in der Farbe Soaking Up the Sun. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der ist wunderschön. Es ist ein pfirsichfarbener, super glossiger Lip Balm Lippenstift Lip Gloss, der einfach nur himmlisch ist. Ich liebe den so sehr. So eine tolle Farbe, so pflegend, so glänzend in der Drogerie zu bekommen. So, und jetzt kommen wir zu dem Eyecatcher. Das ist der Crushed Liquid Lip von Bobbi Brown in der Farbe Mango Mood. Ich bin gespannt. Ich habe den noch nie benutzt, weil er mich irgendwie immer eingeschüchtert hat. Aber today is the day. Ah, okay. Eher so ein Lipgloss. Ich dachte, das ist so ein matter Lippenstift. Das ist aber eine richtig schöne Farbe. Wow. Mhm. Ich weiß nicht, wie knallig der jetzt rauskommt, aber der ist nicht so knallig. Also der hat was Knalliges, aber dadurch, dass das nicht so ein Liquid Lipstick oder so ist, sondern dieses Glänzende hat, ist er auch nicht so extrem pigmentiert, wie er sein könnte. Und deswegen finde ich ihn alltagstauglich. Ja, der gefällt mir echt gut. Auf jeden Fall, um das Thema zu beenden, ist mir einfach nur durch den Kopf geschwirrt, dass eben meine Freundin in den, habe ich das erzählt? Meine Freundin liegt in den Wehen und da habe ich über das Gespräch nachgedacht von letzter Woche, wo es um PDA ging und auch so dieser Druck des Geburtsplans, wo unbedingt drin steht, dass das so natürlich wie möglich sein soll und auf keinen Fall eine PDA und auf keinen Fall Kaiserschnitt und auf keinen Fall dies und auf keinen Fall das und man sich selbst so einen Druck macht, anstatt zu sagen, ich lasse es einfach auf mich zukommen, gerade bei der ersten Geburt und schaue einfach, was für mich und das Baby in der Situation, in dem Moment das Richtige ist, ohne vorher das definieren zu wollen, weil man es gar nicht kann. Und darüber habe ich nur nachgedacht und dann eben auch über diesen Notkaiserschnitt und dass mir das so geholfen hat, in dem Moment zu sagen, das war genau das Richtige für mein Baby in diesem Moment. Und das hat mir so geholfen, eben nicht in dieses Toxische, das war nicht normal, das war nicht geplant, reinzufallen und dann nicht wieder rauszukommen. Und nach wie vor hilft mir das einfach total zu sagen und das auch zu akzeptieren. Das war genau richtig in dem Moment, in der Situation, so wie das eben kam. Und das werde ich auch versuchen, in allen weiteren Situationen eben genauso anzugehen und nicht vorher mir irgendwie den Plan zu machen, wie alles zu sein hat, wenn ich es doch gar nicht weiß und nicht in der Situation schon einmal gewesen bin, um das irgendwie beurteilen zu können, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dasselbe eben auch mit dem Mama-Sein. Nicht mir diesen Druck zu machen, ich will genauso alles toll kochen wie sie und genauso tolle Spielmöglichkeiten oder Aktivitäten raussuchen wie sie und die Rektusdiastase rückgängig zu machen, so schnell wie sie und so weiter und diese ganzen Themen in meinem Kopf immer optimieren zu wollen und mich dann immer zu vergleichen, wie lange irgendetwas benötigt. Nein, alles ist genau so okay, wie es ist. Man muss sich bemühen. Es ist auf jeden Fall ein Weg und kein einfacher Weg. Aber ein unglaublich wertvoller und inspirierender Weg und auch lehrreicher Weg. Also jeden Tag lerne ich irgendwas dazu, lerne ich mich auch neu kennen und kann auch einfach verdammt stolz drauf sein, wie ich das hinbekomme. Genau. Und wie sagt man so schön, man ist die beste Mama für sein Kind. So. Und das könnt ihr über euch auch sagen. Denn man versucht doch einfach immer sein Bestes. Und was Perfektes gibt es sowieso nicht. Es gibt nicht die perfekte Erziehung,
den perfekten Mensch schon mal gar nicht und demnach sollten wir auch nicht danach streben. Das Wort zum Sonntag. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, ob solche Themen auch bei euch im Kopf rumgeschwirrt sind, immer noch rumschwirren. Ob ihr mit euren Freundinnen, mit Familie über solche Themen sprecht, die vielleicht lange Zeit tabu waren, wie ich am Anfang angerissen habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir auch super gerne, falls ihr mehr von diesen Style and Talks wieder haben wollt, wo ich mich schminke und nebenbei versuche, über ein Thema zu sprechen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.